Willkommen zurück zu Star Citizen, liebe Zocker und YouTuber. Und wie man hier unschwer erkennen kann, oder vielleicht erkennt man es ja noch nicht, weil das Schiff ist noch relativ neu, fliege ich hier in der Hall A herum. Wie gesagt, die ich im Moment nur temporär habe. Irgendwann werde ich die wieder einschmelzen. Ja, aber ich bin unterwegs zu einem kleinen Experiment, das extra für den Siruk angeraumt ist. Weil der Siruk hat gesagt, ja, ist ja schön, dass es die neuen Field Lights gibt. Also die Subscriber Field Lights. Aber, was war das für ein Geräusch? Was vibriert hier? Werde ich beschossen? Nein. Es gibt ja noch ein blaues Field Light und das soll sogar noch etwas heller sein als das rote und das gelbe. Also habe ich mir das temporär gekauft. Für Store Credits wird das auch wieder irgendwann einschmelzen, weil ehrlich gesagt, echt Geld für Lichter gebe ich nicht aus. Das kostete auch 4,50 Euro oder sowas. Muss man sich also mal überlegen, man kauft sich eine Lampe im Spiel und bezahlt dafür 4,50 Euro. Kann man machen, muss man aber nicht machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es mir temporär gekauft, wird genauso eingeschmolzen hier wie die Hull A und wie der Paint dafür. Aber wir probieren es mal aus. Und dann hat er gesagt, bitte auch mal austesten, wie das denn in einer richtig dunklen Umgebung ist, ob man da mehr von hat, ob man diese Flare-Items, also diese Flare-Lichter benutzt oder das Standardlicht. Kannst ja mal an der Höhle ausprobieren. Und deswegen fliege ich jetzt hier zu einer Höhle, habe alle drei Lichter im Gepäck. Und die probieren wir dann da aus. Ich soll da irgendeine Leiche finden, aber das... Ich habe mein Mining-Tool zumindest dabei. Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Wo ist denn... Aberdeen Cave, da ist er doch. Mensch, mach die Augen auf. So. Irgendwas fliegt um mich herum. Ich muss mal kurz anhalten. Oh Gott, ich kann nicht so schnell anhalten. Ich reduziere ja schon meine... Ah, jetzt wird er mich gleich... Jetzt wird er mich gleich... Fürchte ich... Mit einem Crimestat versehen, weil die Kiste so langsam bremst. Ich bremse, ja. Ich bremse, ja. Bleib locker. Ich bremse, ja. So. Jetzt kannst du mich scannen, du Dussel. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Das Ding ist ja... Ich meine, bei einer Hull A kann man sofort sehen, dass die Dinger... Wo ist er denn? Da ist er. Remaining stationary... man kann sofort sehen, dass die Dinger leer sind, weil die Spindel ist ausgeklappt, ne? Also eingeklappt. Danke, du Napsülze. So. Gut, ich könnte ja Drogen im Innenraum haben, ne? In so einem kleinen Paket. Das geht ja auch noch. Aber... Ach, ist auf der Nachtseite. Super. Naja, gut, in der Höhle ist eh dunkel. Also, wir machen heute Experimente in der Höhle. Hoffentlich sind keine Feinde in der Höhle. Darf er nicht schießen. Immer noch nicht. Aber wird schon gut gehen. What the holy was this? Ich bin da gerade durch ein Asteroidenfeld gekachelt. So. Warum fliege ich in der Hall A? Es gibt gar nichts zu transportieren. Einfach, weil ich Lust habe. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt wieder das Spielchen. Erstens mal Licht an. Jetzt kommt wieder das Spielchen. Den Boden erahnen. In 6 Kilometer Tiefe soll er angeblich sein. Ich sehe ihn noch nicht. So, machen wir ein bisschen das runterzrotteln. So... Ich fliege natürlich wieder... Ist das okay? Ne, ich will ja die Kappelt fliegen, so. Und da sackt er auch gleich durch. So. Eigentlich können wir das mal gleich ausschalten, so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wann genau der Marker verschwindet. Habe ich schon erwähnt, dass ich meine Mining-Tools dabei habe. Können wir gleich ein bisschen Mining in der Höhle betreiben. Ich sehe gar nichts. Ich weiß, dass ich minus 15 Grad durchsacke. Aber ansonsten sehe ich gar nichts. Und ich weiß, dass ich circa in 4 Kilometer Höhe bin.
glaube ich. Ja, sieht so aus. Ja, machen wir das Fahrwerk schon mal raus. Dann haben wir ja diesen so ein bisschen Auto-Mode. Ach, das Schiff hier hat... Doch, das Schiff hat auch Auto-Mode. Okay, alles cool. Die meisten Schiffe haben ja so ein bisschen Auto-Mode. Wenn man das Fahrwerk rauspackt, dann hovern sie von alleine so ein bisschen, ohne dass man die ganze Zeit Schub nach oben geben muss. Man kann trotzdem im Coupled-Mode, Decoupled-Mode rumfliegen. So, da vorne müsste jetzt irgendwo die Höhle sein. Und ich glaube, bei 5 Kilometer hört die Anzeige auf. Es müsste eine stinknormale Höhle sein, also kein Loch oder kein Loch in der Seitenwand. Es müsste eine Höhle sein, die man nur zu Fuß betreten kann, zumindest laut Questanzeige. Man kann sagen, was man will, die Hull A ist so langsam in der Atmosphäre. So, jetzt müsste er gleich verschwinden, der Questmarker, und dann sehe ich nämlich den Eingang nicht mehr. Das heißt, dann sollte ich vielleicht den Knopf loslassen. Also den Joystick loslassen. So, jetzt ist er weg. Super. Ich fliege weiter geradeaus. Sieht wer was? Ich sehe nichts. Nimm mal die Nase ein bisschen weiter runter. Ohne Witz. Wo ist hier etwas? Ich habe das Licht an. So, da vorne müsste irgendwo was sein. Nein, da ist nichts. Doch, da ist was. Weiß es nicht. Ich habe doch das Licht angemacht. Ja, das ist auch Licht hier angeblich. So, da ist die... Ja, ich sehe die Höhle schon. Licht lässt grüßen. Das hier müsste sie sein, oder? Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Ah ja, okay, jetzt sehe ich sie. Oh, hallo. hallo, Mineables. Okay. Wo ist denn der Eingang hier? Also dieser Huppel hier ist schon die Höhle, aber ich sehe den Eingang nicht. Das müsste sie eigentlich sein hier. Also eigentlich müsste ich drüber schweben. Ach da, okay, hab sie. Okay, runter. Mal kurz eine Außenansicht nachgucken. Ja, das ist eine super Außenansicht. So, runter. Na, es war ein bisschen ruppig, aber es steht. So, dann gehen wir mal da rein. Probieren die Lichter aus und machen bei ein bisschen Geld mit Mining, ne? So, da müssen wir raus. Open bitte. Open the airlock. Thank you. Exit ship. Haut mir erstmal die Leiter vors Fressbrett, sehr schön. So. Du wartest hier schön, mein hässliches Stück. Und wir gehen mal da rein. Ist das hier der Eingang? Ja, das ist der Eingang. So, im Moment sieht's ja... Im Moment brauchen wir ja kein Licht, ne? Wir gehen jetzt hier einfach mal ohne Licht rein. So, jetzt wird's natürlich stockfinster. So, und jetzt könnte man da sagen, okay, wir können hier mal ganz, das ganz normale Field Light anmachen. Das heißt, ich ziehe mal meine Pistole. Ruhe. Und jetzt können wir mal das Field Light anmachen. Warum geht es nicht? Weil die Pistole natürlich noch keins hat. Warte mal, Customize. Und jetzt können wir mal sagen, hier bitte mal. So, wir fangen mal an mit dem normalen Field Light. So. So, das ist das normale Field Light, darf ich vorstellen, ja. Also da hat sich ja der Siruk, was heißt beschwert? Beschwert kann man nicht sagen. Er hat gesagt, okay, ist ja ein bisschen dunkel, das normale Field Light, ne? Also
Ist eher so eine Funzel. So, also man sieht immer nur da das, wo man genau hinzielt. Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt nehmen wir mal das andere Field Light. Nehmen wir mal das rote. So. So, das ist jetzt halt ein wesentlich breiterer Strahl, aber dafür halt nicht so hell erleuchtet. Man sieht das da zum Beispiel noch, man sieht diese Fässer da, man sieht die auch jetzt noch, aber dafür ist es allgemein etwas weniger hell. Ja? Also der Kegel ist breiter, ob er weiter reicht, weiß ich nicht. Ich kann ja mal hier, ich gehe mal hier hin, so, nur ein Stück zurück, warte mal, ja, sehr gut. Ja, viel weiter können wir nicht zurück. So, man sieht auf jeden Fall, man sieht ein bisschen mehr, ne? Also man sieht, dass da was ist. Jetzt könnte man da an, okay, da hinten ist irgendwas. Jetzt sieht man, ah, da ist ja ein bisschen mehr, da sind Fässer. So, und wenn ich jetzt das mit dem weißen Licht mache, mit dem normalen Field Light, dann ist jetzt so zwar kaum was zu sehen, aber wenn ich drauf halte, ist es heller. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Kegel ist einfach ein bisschen aufgedrehter, aber dafür schwächer. Was ja bei einer Taschenlampe halt nun mal so funktioniert. Ne? Was natürlich geil wäre, wenn man jetzt die Kegelbreite verändern könnte, auch bei dem Ding hier. Ne? Also wenn man jetzt hier, na gut, damit zoomt man nur, wenn man hier die Kegelbreite verändern könnte. So, jetzt machen wir das Ganze natürlich nochmal mit Gelb. Jetzt muss man sagen, Rot ist natürlich für die, weiß ich nicht, also für meinen Geschmack ist Rot ungünstig, weil Rot ist halt so dunkel. Im menschlichen Auge ist ja auf Rot nicht so sonderlich empfindlich. Das heißt, das Gelbe würde mir da wahrscheinlich empfindlichkeitstechnisch besser gefallen. Und ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt mal guckt, also Gelb erhält den ganzen Raum. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich Gelb. Das erhält den ganzen Raum fast so sehr wie das Weiße. Also das Gelbe scheint mir jetzt wirklich... Hier, nochmal hier. Das ist Gelb. Ich versuche mal die Pistole nicht zu bewegen. Man sieht eindeutig die Fässer, wo ich hingucke. So, jetzt machen wir mal Customize. Wo ist Rot? Ja, jetzt hat er sich doch ein bisschen bewegt. Aber es ist schwächer als Gelb. Ne? So sehe ich weniger. Also Rot hat vielleicht den gleichen Kegel, aber dadurch, dass das, ich würde behaupten, menschliches Auge da unempfindlicher ist, sieht man da weniger. Also Gelb ist immer noch der Burner. Und jetzt hat Siruk aber gesagt, Blau soll wohl noch ein bisschen besser sein. Blau ist das, was man kaufen muss, was man nicht hinterher geschmissen kriegt als Subscriber. Gut, das andere muss man auch kaufen, für monatliche Gebühr halt. Oh. Oh, und vor allem quadratisch. Oh. Okay. Blau ist noch ein Zacken schärfer. Also ich würde sagen, Rot ist am miesesten, Gelb ist, vor allem ist es quadratisch, Gelb ist das zweite und Blau scheint mir einen richtig schönen hellen Bereich zu haben. Das gefällt mir aber gut. Verdammt, ich wollte es doch wieder einschmelzen. Der einzige Nachteil bei Blau ist, Blau hat halt dieses Quadrat und Gelb hat einen etwas größeren Bereich. Und etwas ungleichmäßiger. Also Blau ist gleichmäßig und... Ah, schön. Okay. Aha. Ja, das ist jetzt ist schwierig. Angeblich hat ja Gelb auch ein Muster, also ein besonderes Muster. Aber das scheint mir einfach nur ein Kreis zu sein. Das ist ein Fehler. Okay. Und jetzt nochmal Rot. Also sie haben alle Vor- und Nachteile, muss man sagen. Jetzt... Super! So. Also ich würde sagen, Rot und Gelb haben ungefähr das gleiche Muster. Ein Kreis, mehr oder weniger. Gelb ist ein bisschen besser, weil augenfreundlicher. Aber der Burner ist immer noch Blau, oder? Schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, naja, was heißt Geschmackssache? Aber Blau gefällt mir wirklich ganz gut, weil es halt so... Hoppala.
Ja, der Bereich ist kleiner, aber dafür sehr gleichmäßig und sehr hell. Sehr hübsch. Gleichmäßig und hell. Naja, 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 naja. Also das ist dann, sagt ihr mal, was ihr davon haltet. Ich find's alle gut. Nein, das Rote macht am wenigsten Sinn. Aber Gelb und Blau. Gelb ist ein bisschen größer, Blau ein bisschen intensiver. So, jetzt sind wir ja hier drinne. Eigentlich wegen der Leiche, aber eigentlich auch wegen dem Mining. So, können wir hier mal runtergehen. So. Haben wir hier auch mal irgendwas zum Minen, oder? Je mehr ich es benutze, desto besser finde ich eigentlich Gelb, weil Gelb halt noch ein größerer Bereich ist. Ich muss es ja nicht so knallhell haben. Naja, ist auch nicht so pralle, ne? Es ist so ungleichmäßig. Ich wollte ja eigentlich hier ein bisschen Mining betreiben. Haben wir hier Mining? Hier nicht. Na komm, gehen wir noch ein bisschen runter. Vielleicht finden wir ja die Leiche. So Leich. Was ist das hier? Ist das eine Klamotte? Nein. Ich bin wahrscheinlich schon an 5 Brocken vorbeigelaufen. Das ist einer, oder? Ja, dann müsste ich vielleicht erstmal mein... Gott, ist das finster. Und vor allem müsste ich... Ist ein bisschen gruselig. Warte, ich hab's gleich. Moment, ich muss mal kurz mein Tool weglegen. Ne, den Medpen kannst du da lassen. Wie schön dunkel das ist. Wo ist denn die Medpen-Pistole? Die ist einfach weg. Die ist schlicht und ergreifend weg. Gut, dann leg das jetzt das Ding jetzt einfach mal irgendwo an. So. So, jetzt haben wir das da angelegt. Jetzt machen wir mal Folgendes. Es ist stockfinster. Ach, weil ich die in der Hand habe, du Nase. Wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Habe ich die jetzt weggeschmissen? Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt abgeblieben ist. Wahrscheinlich auf den Boden geschmissen. Egal, Medpens kann man wieder kaufen. Mach mal dein normales Licht an, sonst siehst du gar nichts. So, das war mal... Das müssen wir mal kurz customizen hier. Und da müssen wir mal ganz kurz das Orbit Mining Attachment dran machen. So, warum habe ich da 2 von? Wir wissen es nicht. So. Piep, 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 piep. Scannen. Bohr mir doch ein Loch ins Knie. So. Jetzt wird gemeint, dass die Schwarte kracht. Ja, das mit den Field Lights ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Da kann man sagen, ich finde das Blaue besser, weil es ist gleichmäßiger und ein mittelgroßer Bereich. Ich finde das Gelbe besser, weil es ist... Das war beinahe in die Hose gegangen. Ja... Und plopp. Oh, jetzt können wir das aufsammeln. Store. Was hat er denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hier. Store. Ich glaube, er hat es gestored. Werden wir gleich sehen. Ich gucke gleich mal in den Rucksack. Hier. Store. Man müsste halt noch dieses, man müsste die Möglichkeit auch bieten, die Helmlichter, also das ist ja jetzt im Moment mein Helmlicht, das ist ja nicht mein Waffenlicht, das wäre cool, wenn sie die Helmlichter halt auch noch so tauschen könnten. Ne? Im Moment ist das ja schön und gut. Oder da hinten ist noch eins, komme ich da ran? Quetsch. Ja, ja, hat irgendwie geklappt. So. War das alles? Sieht so aus, als wäre das alles gewesen, ne? Na, da liegt noch was.
Können ja mal, können wir ja dann mal verkaufen. Können wir ja mal gucken, ob wir was für kriegen. Ich glaube ja jetzt nicht so sonderlich, aber... wie viel haben wir denn in unserem Rucksack? Ah ja, 23%. Da geht noch ein bisschen was. Wie ich nichts sehe. Ich brauche... Vielleicht finden wir auch die Leiche. Ich glaube nicht, dass wir denjenigen finden, der hier irgendwo rumliegen soll, aber... Wahrscheinlich renne ich auch dran vorbei. Hey, Fleck! Oder ich renne hier in irgendeinen Piraten, der hier dann doch drin rumlümmelt, weil... Da ist noch was, oder? Ist das was? Gibt es? Ja. Nee, das ist... Ohne Witz, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt mein Mining Attachment? Also, wo ist mein Mining... Wo ist allgemein mein... Wir wissen es nicht. Da ist es doch. Warum kann ich das nie in die Hand nehmen? Achso, warte mal, ich weiß wie. Moment. Na bitte. So, Scanny, Scanny, Scanny. Komm. Ah, das läuft eigentlich schon alles recht stabil, das Mining. Das war auch mal wesentlich verbuggter. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man das Multitool dann rausgeholt und dann ist es... Warum passiert hier nichts? Und dann ist es verschwunden oder ist einem aus der Hand gefallen oder man konnte die Steine nicht wegstecken. Also das war alles schon wesentlich schlimmer. Viele Leute meckern ja jetzt, dass 3.17 so im Verhältnis viel, viel buglastiger ist als 3.16. Aber wir dürfen nicht vergessen... Da kam auch wieder einiges dazu, ne? Also Stichwort Loot verkaufen. Und neue Schiffe und hast du nicht gesehen? Komm schon. So. Wegpacken und einsammeln. Oh, blind? Hallo? Gemihadenite. Das mit dem Storn haben sie auch ganz gut hingekriegt. Also ich kann mich wirklich erinnern, da musste man dann immer ein paar Sekunden warten, bis man alles weggestort hatte. Dann konnte man nicht sofort zugrapschen, wie ich das jetzt hier gerade mache. Vielleicht habe ich auch mit dem Glück mit dem Server, wer weiß das schon. So. Ganz ehrlich, die Leiche... Wo die Leiche finden? Mal gucken. Es ist ja mal so eine Glückssache mit den Leichen. Einige Leute haben ja ein Problem damit, in den Höhlen rumzugondeln. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. So, mal kurz gucken. Sehen wir hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas rum? Da ist... Naja, das sind noch zwei. Na? Wo verkaufen wir das? Am besten auf so einem Mining-Außenposten, ne? So, habe ich jetzt alles? Ah, hör auf hier. Hör auf, das Erz zu teabaggen. Kann ja auch nichts dafür. Jetzt ist die Frage, wo sind wir hergekommen? Meistens immer rauf, ne? Ja, daher. So, jetzt gucken wir mal hier in diese Seitengänge, ob wir da was finden. Wie gesagt, ich fände das cool, wenn man die Helmlampen auch austauschen könnte. Wenn also diese Waffenlampen, die wir da gekriegt haben, wenn man die auch auf den Helm mupfen könnte. Aber ich nehme mal an, sowas kommt. Sowas ist in Arbeit. Ist halt erstmal einfacher, das für einen Helm zu machen. Ist das was? Nein. Ich meine, für die Waffe zu machen. Klatsch. So, liegt hier irgendwas? Ist das... Ja, das ist auch was. So, Moment. Nee, das ist das Falsche. Mal das richtige Tool, danke. So. Jetzt habe ich natürlich nur einen mittelgroßen Rucksack mit und da ist auch noch anderes Zeug drin, aber mein Gott, ich glaube, das ist nicht so wild. Es geht ja nur ums Prinzip, dass wir hier nicht umsonst sind.
Blubberdi-Blubber. Na, komm. Hätte ich hier ernsthaft Handmining betreiben müssen, hätte ich hier mit einem großen Rucksack hier antanzen müssen. Wow, 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 wow. Ganz locker bleiben, mein junger Freund. So. Hoffentlich explodiert er nicht zu dolle. Nein, alles gut. So, dafür ist es ein bisschen rumgeflogen, glaube ich. Ja, da hinten liegt auch noch irgendwann rum. Store. Habe ich das jetzt erwischt? Bin mir nicht sicher. Da liegt auch was in der Ecke. Ja, praktischerweise ist das alles hier in die Ritze gefallen. Moment. Give it to me. Ja. Ja, ja. So, das war... Nein, Vorsicht, nicht mit dem Kopf da drin stecken bleiben. So, das war hier, glaube ich, alles. Der Rest ist im Raum verteilt, wie die Ärzte sagen würden. So. Da liegt auch noch was. Muss man gleich mal gucken, wie viel Platz wir überhaupt noch haben. Habe ich hier noch irgendwas rumgeschmissen? Erwähnte ich bereits, dass ich das toll finden würde, wenn das auch mit der Helmlampe ginge? Nein, ne? Habe ich noch nicht erwähnt. Meine Waschmaschine flippt schon wieder aus. Wenn ich gleich irgendwann weg bin, dann wisst ihr warum. Ich guck mal ganz kurz rein. 66%. Wir können ja mal... wir haben auch noch in den Beinen und in der anderen Rüstung was... Ne, komm, wir machen uns mal voll. Wo geht es denn hier hin? Gibt's hier eine Leiche? Naja, hier geht's garantiert nicht weiter. Gut, ist das ein... Tatsache, guck mal, da liegt auch ein Stein rum. Der steckt so halb in der Wand drin. Kann das sein? Ja. Na komm, auf da. Yes. Ein sehr zickiger junger Mann. Komm. Gibt es so ein paar News übrigens zu 3.18. Ich weiß, 3.17.1 ist ja noch nicht mal draußen, aber an 3.18 arbeiten sie ja schon. Und zwar gibt es da News für die den Redbeard besonders erfreuen werden. Und zwar wird die Reclaimer wohl, soweit es zumindest jetzt der Plan ist, tatsächlich zu 3.18 zumindest teils funktionsfähig sein. Sprich, sie wird in der Lage sein, Sachen zu, ja, wie der Name sagt, zu reclaimen, abzubauen, zu salvagen. Na, na! Ob dann die große, ob die große Klaue dann schon funktionsfähig ist, ist eine Frage, aber sie wird zumindest schon teilweise in der Lage sein. Habe ich das jetzt in der Hand genommen? Keine Ahnung. Glaube ja. Und dann kommt halt ein neuer Gameplay-Loop rein. Und das wird ziemlich cool. Da dürfte sich der Redbeard freuen. Wie drückten sie es aus? Ich glaube, die Abbautürme, keine Ahnung, was Abbautürme bei der Reclaimer sind, sollen wohl in der Lage sein, dann irgendwas abzubauen. Das wäre natürlich genial. Das wäre ein komplett neuer, wie soll man so schön sagen, ein komplett neuer Berufszweig quasi. Hinter Leuten hinterherfliegen, die Unfug machen und dann ihre Reste wegräumen. Entweder ihre oder die der ihrer Gegner. So, habe ich alles? Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe alles. Was sagt mein Inventory? 86%. Wir hätten noch einen, können wir noch. Also einer würde noch gehen. Nehmen wir den. Und dann können wir hier abhauen. Dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen.
Haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Ja, ich weiß, ich habe die Leiche nicht gefunden, aber ganz ehrlich, auf die Leiche, da pfeife ich immer so ein bisschen. Wir haben ja die Mission eh nur angenommen, damit wir eine Höhle finden. Wenn man so in der Gegend rumfliegt, findet man ja keine Höhle. Also, vielleicht schon, aber das wäre schon ein irrsinniger Zufall. Ja, fein machst du das. So. Ich werde bestimmt steinreich damit. Ja. Na komm. Müsste ich ja bald voll sein, oder? Oder packt er das dann automatisch in die... Wäre natürlich cool, wenn er das automatisch in die Beinrüstung und in die Brustrüstung packt. Ich guck mal ganz kurz. Nee, komm, wir machen es einfach weiter, bis voll ist. Er wird dann schon sagen, wenn voll ist, ne? Oder? Meckert er dann? Ich weiß es gar nicht. So. Und ja. Und so. War es das? Na, da ist noch einer. Haddonite. Ich glaube, Haddonite war das Wertvollste, ne? War das nicht so? Ich habe so keine Ahnung von Handmining-Materialien. So, überhaupt nicht. So, lass mal kurz gucken. 98%, 50%, 91%. Komm, das reicht. Da brauchen wir nicht noch extra für einen weiteren Stein irgendwo runter zu kraxeln. Jetzt müssen wir den Weg nach draußen finden. Das machen wir natürlich mit dem besseren Licht. Guck mal, ich habe jetzt beide Lichter an. Das ist das weiße und das weiße Waffenlicht, das weiße Helmlicht und das weiße, das gelbe andere Licht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Da kann man natürlich auch kombinieren, ne? Wenn man ein Spotlight braucht, nimmt man das Weiße, ansonsten das Gelbe. Das ist. Da. Mittlerweile müsste Tag draußen sein, oder? Hätte ich gesagt. So, rauf. Jetzt kommt schon hier diese. Geht's denn? Hier dieses Geflacker, was ihr hier seht, das sind so die Bugs, wenn man sich der Oberfläche nähert, dann knallt hin und wieder mal das. Wo geht's denn raus? Dann knallt hin und wieder mal das Tageslicht durch. Wo zum Henker bin ich? Hier geht's nicht raus, oder? Ja? Hier geht's runter. Wo geht es denn hier raus? Hier augenscheinlich nicht. Okay. Ich glaube, ich habe mich verfranst. Ich glaube, ich habe mich verfranst. Ja, hier kommt man nirgendwo. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Toll. Sieh gut hier mal. Flank. Wo geht's hier raus? Ich muss doch nach oben. Irgendjemand sagte immer nach oben, da ist die sicherste Angelegenheit, aber das stimmt so nicht. So, also hier sind wir gerade rauf und das hat irgendwie nichts gebracht. Warte mal, dann gehen wir mal hier lang. War das hier? Ja. Hier geht's auch nochmal rauf. Oder vielleicht war es hier. Ich glaube, hier war es. Dieses geil Flacker. Ich glaube, hier war es. Ja, das sieht besser aus. Jo. Jo, das sieht viel besser aus. Ratata, ratata. Jetzt ist die
Keine Ahnung. Ist das gut? Ist die Lampe aus? Nee, die ist immer noch an. Sieht nur ein bisschen komisch aus. So, ja, hier kann ich mich dran erinnern. Hier war der Ausgang. Oh, da ist noch ein Stein. Bohren wir den noch schnell? Komm, den bohren wir noch schnell an. Machen wir noch den letzten Rest voll, den wir haben. Das dürfte nicht mehr viel sein, aber... Wir wollen ja nicht umsonst hier reingegangen sein, ne? So. Na komm, nach oben. Nach oben. So ein zickiger Stein. Laut. So, dann haben wir die letzten drei Brocken, die wir wahrscheinlich noch tragen können, einpacken oder einbrocken. Weiß nicht, jetzt sagt er, geht nicht mehr, ne? Jetzt sagt er, geht nicht mehr. Okay, gut, gut, gut. Hallo Tageslicht. Aua. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Schiff? Da. So, jetzt meckert er rum. Was meckert er denn rum? Dass es 100 irgendwas Grad ist? Aha, okay. Überlebenschance 100... Ne, warte mal, 10 Minuten. Das ist natürlich ein bisschen erbärmlich. Das heißt, wir gehen da mal tunlichst rein. Komm, meine kleine Misk. So. Und jetzt suchen wir uns hier einen schönen Außenposten. Soweit nehme ich euch noch mit. Ich überziehe gerade ein bisschen, aber das ist okay. Star Citizen sind die Aufnahmen eh nie so groß, weil in Star Citizen, keine Ahnung, da passiert nicht so viel, da sind die Bilder nicht so hektisch, da kommt der MPEG-Decoder ganz gut mit. Das wollte gar keiner wissen. Ja, so. Achso, Engine an. Flieg, meine Gute! Ah, schön hier in so einem Tal, oder? Fliege ich entweder noch dekappelt? Ja, klar, fliege ich noch dekappelt. So, weil ich gerade ein bisschen faul bin, fliege ich mal nicht mehr dekappelt, sondern und fliege mal... Moment. So... Genau, so fliegst du. Schön nach oben, mein Gutes da. Können wir uns die ganze Sache hier nochmal angucken. Wobei es da nicht so viel zu gucken gibt, weil Aberdeen ist eine Milchsuppe. Insofern brauchen wir uns darum nicht kümmern. Aber wir wollen ja irgendwo hinfliegen. Und zwar irgendwo, wo wir das verkaufen können. Und zwar bleiben wir da einfach auf Aberdeen. Wo bin ich denn gerade? Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Ach, da bin ich. Da müsste eigentlich irgendwas müsste da sein. HDMS. Direkt hier in der Nähe, ne? Müsste direkt hier in der Nähe sein. Wo ist denn das? Müsste direkt unter mir sein. Oder? Ne, ist die Aberdeen Cave. Da brauchst du gar nicht wieder hin. Okay, vergiss es. Dachte, das wäre ein... Dann fliegen wir HDMS Anderson. Ja, HDMS Anderson ist so gut wie jedes andere. So. Hoffentlich ist es keine... Moment. So, dahin wollen wir. Ich hoffe, da kann ich... Kann ich hinspringen direkt? Müsste eigentlich gehen. Joa. Und alle Hopsasa, einmal drumrum.
dann verkaufen wir unseren epischen Loot. Hui! Sturzflug! Ich hasse Aberdeen, diese Milchsuppe. Warum fliegst du dann dahin, weil es die erste Mission mit einer Leiche war? Einmal rundherum. Das müssen wir jetzt anlassen. Oben bleiben, mein Freund. So. Fahrwerk schon mal raus, da muss ich nicht die ganze Zeit nach oben Schub geben. So. Sieht besser aus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne. Knuffiges kleines Schiff. Wenn man keine Angst vor Piraten haben braucht, ist es ein knuffiges kleines Schiff. Und sind wir mal ehrlich, Star Citizen ist ja momentan schon so groß, dass wenn man sich nicht an den entsprechenden Orten tummelt, wo halt PvP gemacht wird, keine Ahnung, irgendwelchen Drogenumschlaglaboren oder sowas, dann ist die Chance, dass man auf einen anderen Spieler trifft, relativ gering. Kann also auch hier mit der Hall A rumfliegen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auf NPC-Piraten trifft. Aber sind wir mal ehrlich, das ist dann nicht so wild. Gut, eine Hall A ist so langsam und so unwendig und so unwehrhaft, dass selbst ein NPC-Pirat eine massive Bedrohung darstellen könnte. Aber, naja. Ist das Ding schon in Reichweite? Ich glaube nicht, also in Sichtweite? Ich glaube nicht, ne? Zeig mal. Ja, ich sehe da noch nichts. Okay. Komm, gib mal Schub, mein Dicker. Ich bin gespannt, was ein Rucksack voll... Naja, es ist ja eigentlich kein Rucksack voll. Da sind noch ein paar andere Sachen drin. Aber mal gucken. Eine Ladung. Sagen wir mal, ein Rucksack voll. Die Hall A ist auch so langsam in der Atmosphäre, ja? Wenn man sie mal driften lässt... Sehe ich es jetzt? Ich glaube, ich sehe nichts, aber ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Ich glaube, jetzt sehe ich was. Ja, da ist irgendwas. Okay, okay. Das Schöne am Decoupled ist, ich lasse jetzt einfach nur driften. Sie ist jetzt quasi im Gleitflug, solange sie ihr Fahrwerk draußen hat. Ich orientiere mich nur an dem Geschwindigkeitsvektor gerade. Richte den schon mal so ein bisschen auf das Landepad aus, so. Ein bisschen nach links driften, damit wir quasi wie auf so einer Landebahn drauf zufliegen, so. Ah, es ist so convenient, wenn ich das mal sagen darf. Es ist so angenehm. Das war nicht die Engine, die gerade ausgegangen ist. Es ist so angenehm, decoupled zu fliegen. Wenn man sich mal so ein bisschen dran gewöhnt hat, ja. Man fliegt jetzt hier einfach wie so ein ganz leichter Drift hier. Was ist das für ein Geräusch? So. Seht ihr hier ganz, ganz sanft. Wie eine. So, ganz sanft aufsetzen. Pling. Ja, irgendwie schräg. Aber gut, wir sitzen. Nein, alles gut. So. Hier müsste ich was verkaufen können, glaube ich. Regnet es hier draußen oder was ist das? Also, ich warte immer, dass die Tür automatisch aufgeht. Tut sie aber nicht. Stattdessen kriege ich wieder die Leiter ins Fressbrett gehauen. Sehr gut.
So, jetzt ist hier wieder extrem warm. Ja, wo ist denn jetzt hier? Ist das da hinten? Oder das da? Ist das blau oder orange? Ich weiß es nicht. Ich laufe da jetzt mal rein, weil mir wird gerade warm. Ist wahrscheinlich das Falsche. Nehme ich mal stark an. Ja, rein ins Warme. Ne, ins Kalte in dem Falle. Ah, war richtig. Okay, dann mal schauen hier, was der Onkel kriegt. Cell Personal aus dem Backpack. Was haben wir denn im Backpack? Aphorit und Hadanit. So, dafür kriegen wir 2-2. Also sagen wir mal 2-3. Und was kriegen wir fürs Hadanit? 2-3. Oh, das ist ja. Dann kriegen wir 8. 8-5 ungefähr bis jetzt. Ne? 8-5. Sehr schön. Und ich glaube, damit haben wir damit auch das aus dem Anzug. Ne, wir haben tatsächlich noch im. In den Beinen haben wir auch noch was. Was hatten wir? 8,5, ne? Ja, 9000, komm. 9000 ist okay. Da haben wir auch noch was. 10.000. 10.000, nur weil ich da mal rumfliegen war, ist okay. Passt schon. Ja? Mal gucken, ob ich alles erwischt habe. Ja, 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 ja. So, und weil wir jetzt hungrig und durstig sind. Vor allem durstig. Hier drinnen müsste ja Atmosphäre sein, ne? Warum kann ich den blöden Helm nicht ausziehen? Nein! Ich will den Helm ausziehen. Na bitte, geht doch. So. Achso. Drink. Prost. Glück, Glück, Glück. Du hättest jetzt auch alles trinken können. Was machst du da? Trink das! Nein, der trinkt das jetzt schluckweise. Na, okay, dann. Ja, ja, er ist ein ganz. Er ist ein vorsichtiger Trinker. So. 100%, sehr gut. Und jetzt können wir das Ding hier. Jetzt schmeißen wir das hier irgendwo hin. Drop. So. So. Und jetzt essen wir noch was. Happy, happy. So, einen Drink müssten wir noch haben. Ja, können wir noch was essen? Eat. Mmh, das gute Katzenfutter. Njam, njam, njam. So, auch damit sind wir jetzt voll. Können wir unseren Helm wieder ausziehen und können sagen, ich habe mein Tageswerk vollbracht. Und uns verabschieden. Ich würde sagen, bis dann denn, liebe Zocker und YouTuber. Nein, euer Mr. Fleck aus, Make a Delivery? Pick up. Egal. Euer Mr. Fleck aus Star Citizen. Tschüssi!